Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mir jetzt Bellarabi geholt, habe ihm den Champions League-Style Artist gegeben, der nur Dribbling und Pass verbessert, weil ich denke, das passt einfach sehr gut zu ihm. Leider hat er nur 3 Sterne auf den schwachen Fuß, aber egal. Erstes Spiel ist aber erstmal mit der Calcio A-Mannschaft und dann erst das zweite in dieser Aufnahme ist mit Bundesliga und Bellarabi und ich weiß nicht, warum er einfach die Spiele verlässt, egal. Ich drehe meine Heizung ab und wir suchen einen neuen Gegner. Okay, das ging sehr schnell. Dann drehe ich meine Heizung gleich ab, wenn das Spiel lädt. Das Gelb, was ich habe, das sieht sehr, sehr hell aus auf dem Spielfeld. Deswegen will ich nicht mit Gelb gegen Weiß spielen. Weiß auch nicht, warum er zu Weiß gewechselt hat und dann gedrückt hat, wenn er sieht, dass ich auf Gelb wechsle. Schwarz-Weiß können wir doch spielen. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob mir das 100% gefällt, aber wir schauen mal. So, was haben wir hier? Oh, Bundesliga-Team mit einem sehr guten, krassen Sturm und einem Lothar Matthäus in der Innenverteidigung. Ja, sehr krasses Team auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz. Und Aubameyang haben wir lange nicht gesehen. Ich glaube, am Anfang nur mal als Leihspieler. Schön, dass das Spiel schon angefangen hat und ich gar nichts mache. Moment, Moment, Moment. So, jetzt aber. Und da sind wir mit Felipe Anderson am Ball. Schade. Tick zu spät. Ja, okay, war dann doch deutlich zu spät. Hatte aber ziemliches Glück. Schöner abgefälschter Lackerball, da wäre sonst nicht rein. Egal, ist nur 1-0. War auch wieder ziemliches Glück, wie er da hinkommt. Khedira ist vorher an dem Ball dran. Aber egal. Ja, der wäre niemals rein, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Schön gedribbelt. Schön, gut gemacht mit Torreira. So, das ist mein rausgespieltes Tor. Er hat es auch super schlecht verteidigt, finde ich. Stand einfach nur da und hat so ein bisschen abgewartet mit seinen Sidesteps. Da hätte er aggressiver drauf gehen müssen und da lässt ihn Mertens ein bisschen über den Schlappen rutschen. Also ein bisschen Außenseite, sage ich mal. Nicht über den Schlappen rutschen lassen, sondern ein bisschen Außenseite. Ein bisschen Außenriste macht das Ding rein. Sehr schönes Tor. Warte ich auch von ihm, dass er das macht. Was? Oh mein Gott, wie können wir denn. Wie können wir denn da vorbei rein, bitteschön? Ach, es war sogar ein Foul, okay. Von Goretzka. Ach ja, Goretzka will ich auch endlich mal in meinem Team haben. Den würde ich dann natürlich für Bender nehmen, weil Inform Tolisso dann doch deutlich besser ist als Bender. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das einfach immer mache und mir den kaufe, den normalen Goretzka. Ich meine, den kann ich mir auf jeden Fall leisten. Das sollte besser sein als. Schade. Sollte besser sein als Bender. Oh, schade.
Hat er gut gemacht mit Aubameyang, wie er nochmal verzögert, also zurückgezogen ist. Und da haben wir Glück, dass es hier nicht 2-1 steht. Aber da das erste Tor so ein Lackertor war, ist das jetzt, denke ich, auch okay. Mit dem 1-1. Da sollte der Ball nicht hin. Schade, das sollte anders kommen, der Pass. War aber auch ein Risikopass, hätte ich vielleicht nicht spielen sollen. Trotzdem schlecht ausgeführt. Oh, das war krass gemacht von Benatia, zumal er das komplett alleine gemacht hat. Da war der Ball weg. Komplett ungefährlich die Flanke. Hoffentlich kommt jetzt kein Tor. Was er da angedeutet hat, weiß ich nicht. Das hat sich nicht so richtig gelohnt. Ah, Lichtsteiner nimmt leider den Ball nicht gut mit. Schade. Oh Mann! Alu, er hatte auch einmal Alu, von daher ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Schade, wäre das zweite Tor von Mertens geworden. Ach, eigenen Mann angeschossen beim Pass, sehr geil. Hätte einfach nochmal Aubameyang spielen sollen, der war ziemlich frei. Wir waren zuletzt dran. Ach Mann, ich hätte eher abbrechen sollen. Ja, klar. Warum da nicht abbrechen? Es ist manchmal so sinnlos, wann die abbrechen zur Halbzeit. Das gibt's ja gar nicht. Sehr ausgeglichenes Spiel. Beide mit Alu-Treffern, beide mit Chancen, beide mit Fehlern. Ich denke, ich versuche mal noch ein paar Fehler weniger zu machen. Hat immer mal Stellungsfehler wieder drin. Schade. Gemacht von Torreira.
Toller Pass. Ich meine, den konnte man natürlich nicht anders spielen, es war unmöglich. Immer wieder diesen Stellungsfehler auf Außen. Das ist ein Foul. Danke, Donnarumma. Wieder Stellungsfehler. Schade, 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 schade. Eigentlich gut gespielt, aber naja. Da ist er leider nicht hastig geworden in der Verteidigung, dadurch konnte ich das nicht richtig ausnutzen. Mach's dann einfach teilweise zu einfach und der Gegner ist aber nicht so blöd. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich wollte gerade sagen, muss mal einer rein. Distanzschuss will ich nicht unbedingt. Da war es dann schon zu spät. Gefällt mir nicht. Ich mache zu viele Fehler, bin dann zu simpel im Angriff, dass der Gegner das verteidigen kann. Das 1-1, das hat er halt schlecht verteidigt, aber seitdem habe ich dann an Herbert gedacht, okay, das geht weiter so leicht, aber so ist es leider nicht. Brozovic. Mann, warum steht denn da nicht Mertens? Wie kann er denn den verschießen? Och Mann. Habe ich den straff aufgezogen oder was war jetzt das Problem? Ich frage mich, wo diese ganzen Fouls bleiben, von denen wir alle geredet haben. Das war krass, dass wir das geschafft haben, im 1 gegen 1 zu verteidigen gegen Aubameyang. Und das ist auf jeden Fall schwer. Sehr geil. Stimmt, da ja Matthäus gar nicht mehr dran gedacht. Warum stehen denn jetzt wir so alleine? Was ist denn hier los? Ich spiele noch auf Defensiv. Wie kann denn da. Oder? Ne, auf Außenkirchen. Okay, dann gehe ich mal auf Defensiv. Sehr schön von Benatia, macht ein sehr gutes Spiel.
Ich war eigentlich schon durch mit Mertens, aber ich hab's nicht gerafft. Puh, anstrengendes Spiel. Schauen wir nochmal auf die Formation. Ja, hat aufs 4-1-2-1-2 gewechselt, das habe ich mir schon gedacht. Wie die meisten, das ist wirklich eine sehr beliebte Formation. Die lässt sich ja auch meistens gut spielen. Also in den meisten Fällen, wenn ich auf die Formation wechsle, dann ist es, wenn ich vorher nicht geschafft habe, zu Torschancen zu kommen, die Formation, wo ich es dann schaffe. Hat er gut gemacht, aber zum Glück habe ich Gula mitlaufen lassen. Tja, es geht mal wieder in die Verlängerung. Wir hatten das zwar nicht oft in dieser Weekend League, aber jetzt ist es mal wieder soweit. Hoffe, dass ich da dieses Mal gewinne und nicht so ein blödes, dummes Tor fress. Tick zu spät nach innen gezogen. Hätte ich wahrscheinlich auch normal schießen sollen und nicht flach. Ganz schlecht. Werner hat er eingewechselt, okay. Und wieder Benatia. Also Benatia gefällt mir wirklich sehr gut. Was? Kein Elfmeter? Ach so Gott. Boah, hör doch mal auf, so zu lacken, ey. Komm. Oh, das zweite Mal, Alu. Och, Mann, also es wäre verdient, wenn wir jetzt führen würden, ganz klar. Zweimal Alu. Na also, oh, klar, es ist ein Lackertor, weil der Torhüter dran war. War das Mertens? Ist ein Lackertor, weil der Torhüter dran war und er trotzdem noch reingeht. Aber es ist natürlich trotzdem verdient, die Führung, aufgrund schon des Alu-Treffers vorher. Und es war eigentlich so eine krasse Chance, die musste eigentlich rein. Also da muss er eigentlich flach am Torhüter vorbeischießen. Ich weiß gar nicht, wieso er da so unplatziert schießt, dass der Torhüter überhaupt noch rankommt. Das darf gar nicht passieren. Aber egal, drin ist drin. Ich meine, man muss auch mal Glück haben. Und wie gesagt, das 1-0 vom Gegner war ja auch ziemliches Glück. Sehr gut, das müssen wir jetzt auf jeden Fall halten. Ist die zweite Hälfte schon angebrochen gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute wir jetzt sind. Ob wir jetzt schon auf Zeitspiel gehen wollen. Ja, viel zu unplatziert, viel zu unplatziert. Guck mal, wie Platz da noch links ist. Eieiei. Aber wir haben Glück, das ist davon. Und es ist Mertens, ne? Ich glaube, es war Mertens. Ja, jetzt ist die zweite Hälfte, sehr gut. Jetzt ganz in Ruhe.
Was ich auch mal machen wollte, ist auf YouTube mir mal ein Best of Mertens angucken, einfach weil es mich interessiert, weil, wie gesagt, Calcio oder belgisches Nationalteam, das sind so, ja, die Calcio, die italienische Liga verfolge ich nicht. Belgische Nationalmannschaft nicht wirklich, wenn sie nicht gerade gegen Deutschland spielen. Und deswegen wollte ich mir mal ein Best of Mertens angucken, weil mich mal interessieren würde, wie der sich so macht im echten Leben. Ja, da hätte ich natürlich lieber den Freistoß genommen, aber egal. Schade, das hat er gut gemacht. So, jetzt würde ich auf Zeit gehen, wenn ich das nächste Mal den Ball bekomme. Ecke ist nicht so angenehm. Ich glaube, das war wieder Benatia. Geht er ans Aus? Ne. Das war keine gute Idee von ihm. Ja, verschafft mir natürlich Zeit. Oh, schlechte Ballannahme. Da wird man wieder bestraft, dass man halt doch kein Zeitspiel macht. Weil Torreira einfach eine beschissene Ballannahme hat. Jetzt faul ihn doch einfach mal. Das war's. Sehr gut. Ich denke, es war auch am Ende dann ein verdienter Sieg. Oh, Gold 3 geschafft. Nice. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 7 Spiele. Ich hoffe mal, dass ich aus den 7 Spielen noch zumindest 2 Siege raushole, damit ich Gold 2 noch schaffe. Und Mertens macht die nochmal 2 Tore. Vorlage Brozovic und Torreira. Und Mertens hatte sogar noch Chancen auf weitere Tore. Oh, Benatia hat sich verletzt. Was hat er denn? Knie, ein Spiel, ist okay. 9 Spiele, 15 Scorerpunkte. Sehr geil. Ja. Mertens macht sich, aber wie gesagt, ich denke, ich spiele jetzt auch ein bisschen anders mit ihm und achte halt mehr darauf, nicht an den Gegner ranzukommen und mehr an den freien Raum zu dribbeln, als einfach mit Körperkontakt zu spielen, wie ich das vielleicht vorher mehr mit Icardi gemacht habe. Wobei jetzt Icardi auch nicht so der Panzer ist, aber trotzdem. So, erster Test mit Bellarabi. Ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt mir, dass da gut funktioniert, aber ja, das Gefühl hat man nichts zu sagen. Ich habe auch gedacht, dass Origi, das Inform Origi gut funktioniert, weil er echt geile Werte hat. Und dann haben wir wieder schnellen Sturm, gefährlichen Sturm mit Alessandrini, Inform, Griezmann, Lacazette und Martial. Ich glaube, das Team war aber ansonsten nicht ganz so mega krass, oder? Er wird jetzt wieder auf 4-1-2-1-2 umstellen, wahrscheinlich mit Alessandrini und Lacazette im Sturm, Martial als ZOM. Ja, seine Abwehr ist auch nicht so mega krass. Wobei das alles Spieler sind, die ziemlich nervig sind, also die besser rüberkommen, als es die Bewertung sagt. Wobei Hart habe ich nicht so oft gesehen. Ich glaube, Hart ist dieses Jahr nicht so der überkrasse Torhüter, wie er es vielleicht mal noch in FIFA 14 oder 15 war. Jupp, umgestellt auf 4-1-2-1-2. Oh, er spielt Alessandrini als ZOM und Martial als Stürmer. Okay. Ich würde es wahrscheinlich umgedreht machen, aber ich muss zugeben, ich kenne auch die Werte von Martial nicht. Hallo? Da wollte ich eigentlich auch direkt passen.
Das sein, dass es kein Foul war. Oh, da ist Bellarabi. Hat sich jetzt, die ersten 3 Sekunden haben sich gut angefühlt. Hallo, falscher Spieler, also. Abseits, nice. In der Situation im Abseits zu stehen ist richtig blöd. Also dafür kann der Gegner natürlich nichts, das macht dann auch je wahrscheinlich selbst. Ziemlich aggro in seiner Verteidigung. Was auch gerade ein bisschen nervt. Aber eigentlich kann man das immer ganz gut ausnutzen. Schön gemacht mit Ginter. Schade. Ich musste aber reinpassen. Manchmal kommt er ja durch. Gut gemacht mit Bender. Ach, ich wollte mir doch Goretzka kaufen. Verdammt nochmal. Also nicht, dass ich Bender nicht mag, aber ich denke halt, Goretzka ist ein totales Monster. Da wird so viel gespielt. Er ist mit Sicherheit viel kompletter, auch besser im Spiel nach vorn. Macht wieder den Stellungsfehler. Gegen Ribéry. Dann bleibe ich aber komplett bescheuert stehen. Schöner Schuss von Arangis. Och, keine Ecke. Doch, eine Ecke ist sehr schön. So, daran denken, nach dem Spiel Goretzka kaufen. Das wollte ich eigentlich schon eher machen. Also das wollte ich generell schon für die ganze Weekend League machen, aber ja. Schade. Sehr gut, Ribéry macht wieder mal ein hervorragendes Spiel. Also bei Ribéry ist halt auch wirklich viel in der Defensive, obwohl das gar nicht zu ihm passt, weil er, ich glaube, defensiv nicht so gerne arbeitet. Oh. Ah, müssen einmal für uns sein, oder? Also bei Ribéry ist auf jeden Fall nicht nur Scorerboy, der macht auch so, hat auch so eine sehr gute Präsentation, eine sehr gute Präsenz auf dem Feld. Das war richtig schwach von mir. Aber ich wollte nicht mit Bender zum Distanzschuss ansetzen irgendwie. Schade. Ich glaube, ich gehe mal auf Defensiv. War ja schon wieder Stellung, vielleicht schon wieder einen Lauf schicken können. Fuck! Schade. Muss ich in die andere Ecke, glaube ich, dann wird es einfacher. Aber es ist halt so schwer, entgegen Gesetz zu köpfen, finde ich. Was für ein schwacher Pass. Nicht auf Ribéry, der Pass sollte auf Schmelzer gehen. Weiß ich nicht, wie man da. Muss ich schon sehr scheiße gezielt haben. Richtig gut gespielt.
Erster guter Angriff von ihm und dann bekommt er die Ecke. Können wir froh sein, dass es kein Tor gab. Leider auch gut gespielt. Das denke ich okay. Aber so ist das 1-0. Oh, Freunde! Geil, geil! Das habt ihr richtig geil gemacht, ihr zwei Idioten davon! Ich hab wieder mal den falschen Spieler und komme dadurch nicht in den Kopfball. Das ist jetzt unverdient gewesen. Nein, kein Verteidiger vor. Wir gehen jetzt mal auf Offensiv. Ach so, ja, es ist ein 2-0. Ich habe ja gesagt, egal wie es, was mein Gefühl mir sagt, bei einem 2-0 geht aufs 4-1-2-1-2. So, wen nehme ich denn jetzt? Ja, Ribéry. Oder nehme ich Bellarabi? Naja, ich glaube, Ribéry ist besser. Das ist ein schwerer Abschluss. Ja, ich kann nicht zufrieden sein, definitiv nicht. Auch wenn ich sage, dass es 2-0 zu hoch ist. Ein 1-0 ist für den Gegner verdient, 2-0 ist zu hoch. Das zweite Tor fällt auch wieder nur, weil ich nicht in das Kopfball komme, weil ich einen falschen Spieler habe. Bei Bellarabi ist der Schuss leider nicht geboostet. Schöner Schuss von Ribéry. Sehr gut von Bender. Vielleicht will er mir jetzt auch zeigen, dass ich ihn nicht wechseln darf. Gemacht von Kimmich oder mit Kimmich. Komm wieder mal nicht zum Schuss. Schwacher Pass von Arangis ist, glaube ich. Oh, Freunde! Schon wieder Alu. Okay, die Zeiten sind vorbei, wo ich gesagt habe, sobald ich ans Alu treffe, geht er bei mir häufiger rein als daneben. Mittlerweile ist es definitiv wieder umgedreht. Sehr schade auf jeden Fall.
Scheiße. Naja, jetzt war gut Betrieb, aber. Bellarabi hat sich im ersten Spiel gut angefühlt, aber noch keine Ahnung, ob der besser oder schlechter als Pulisic ist. Oder Origi, weil Origi ist ja momentan Rekordhalter. Krass, wie Moy den rausholt. Schön gedreht von Werner. Hat leider nicht gereicht. Vielleicht mal jetzt ein Tor in der Ecke, aber langsam wird die Zeit knapp. Komm! Oh, ich wollte gerade sagen ja. Aber Elionussi schießt ihn vorbei. Oder köpft ihn vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sah echt so aus, wenn er jetzt reingehen würde. Er hätte auch reingehen müssen. Scheiße. Ach, das ist natürlich wieder kein Foul. Macht er gut, fällt nicht drauf rein auf diesen Schlenker. Ach scheiße, gelb-rot, ich Idiot. Naja, egal. Spiel ist eh vorbei. Ich hab's probiert. Zu spät, der Anschluss. Hey, du sollst den Ball mitnehmen. Er sollte eigentlich den Ball mitnehmen, okay. Das ist halt schneller Gerät. Schade. Hätte eher kommen müssen. Scheiße, warum nimmt er denn den Ball nicht an? Mit diese 2 Minuten Nachspielzeit auf den Sack gehen, ey. Okay, es war nicht gut.
Naja, das war's. Ich meine, ich bin bleib der Meinung, es ist jetzt keine verdiente Führung für den Gegner. Ich denke, ein Unentschieden wäre ja gerecht, aber es ist natürlich ein knappes Spiel gewesen. Und da ist es oft so, dass jemand halt den Sieg mitnimmt. Aber es ist halt bitter, dass wieder dieses 1, dieses 2-0 nur dadurch fällt, dass ich halt wieder den Spieler nicht bekomme, den ich brauche. Jetzt kann er auch abfalten. Toll. Naja, was soll's, kann man nichts machen. So, bevor ich's vergesse, kaufe ich mir jetzt einen Goretzka. Aber ich glaube, ich mache dafür eine neue Aufnahme. Die ist jetzt schon relativ lang. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.